So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Hier zunächst der Risikohinweis. Wer will, kann hier kurz das Video stoppen und es durchlesen. Und sonst geht es jetzt hier gleich weiter zu den Terminen. Denn auch heute steht ein sehr, sehr wichtiger Termin um 14.30 Uhr an, eben die Arbeitsmarktzahlen in Amerika. Und wenn sich hier Ausreißer bildet, also die Zahlen nicht in line oder über oder unter den Erwartungen liegen, dann dürfte es hier kräftige Kursbewegungen geben. Um 16 Uhr ist dann noch der Einkaufsmanager-Index, da der auf der Agenda steht. Soweit so gut erstmal. Hier der DAX konnte etwas anziehen. Von dem EMA 200 wird er nach oben etwas sich abstoßen, kam aber hier an dem Hoch dann zum Stehen. Das lag eben bei 10.283. Ja, heute knapp einen halben Punkt darunter ist dieses Hoch bislang. Also hier ja, im Tageschart natürlich schwierig zu handeln, denn erstens wurde hier eben auf ein Gap Close noch gesetzt und eben hier oben noch beim Erreichen der Widerstandslinie bei 10.438. Im Dow Jones war hier, und zwar nicht hier auf dem Stream vorgestellt, aber hier läuft oder sollte noch ein Move in Richtung an die 18.000. Erwähnt wurde es mal und hier passen jetzt die zwei Kerzen definitiv, aber wie gesagt, es kann jetzt heute um 14.30 Uhr, also vorbörslich, alles passieren. Direktes Gap Up und dann erreichen die der Marke. Was darüber ist, interessiert mich im Moment nicht, ja, sondern es muss eben dieser Stopp bzw. diese Linie halten und dann darf es da nach oben gehen. Beim Nasdaq war hier eben noch die Gap, the Gap Close bei 4.540, steht eben auf der Agenda, 41. Gestern gab es hier nochmal einen Rücksetzer, einen ehemaligen Zielbereich ran, der wurde hier auch genannt, damals hier im Stream öfters, und jetzt sollte eben direkt weitergehen. Dann hätten wir die Indizes weg. Die Twitter hat man ja gestern noch Abend. Da passt das Chartbild. Sollte jetzt. Ja, man kann jetzt hier eigentlich den Stopp nicht eigentlich. Man sollte den Stopp fast auf Einstiegsniveau nachziehen. Dann ist sowieso das Risiko gleich Null, außer es entsteht ein größeres Abwärtsgap. Biotest war ich jetzt gestern ja nicht mehr ganz so optimistisch. Hier kann man den Stopp auch direkt nachziehen. Dann wären hier ja, knapp 60, 70 Cent würden hier Verlust entstehen. Die Jinko Solar kann sich hier eben halten. Das passt noch, auch wenn es nicht ganz so gelaufen ist wie gedacht. Der US-Dollar, japanische Yen, das ist ein gestriges Setup. Kommt direkt hier an der Linie, die gestern schon eingezeichnet worden ist. Ja. Machen wir hier mal wieder groß. Ja. Ist nach oben abgeprallt. Wie gesagt, hier Kraut, hier kann noch sich alles so eine Seitwärtsgeschiebe passieren. Der Euro, kanadische Dollar ist auch ein gestriges Setup. Hier passiert im Moment auch noch nichts. Liegt unten an der Rainbow-Unterkante. Intraday Trader, man kann ja auch mal kurz in den Stundenchart schauen. Man kann dann hier mit einem Hoch, wenn er jetzt hier über den 146, 13 ausbrechen sollte, könnte man hier schon mal nochmal einen Long-Versuch starten. Hier passt noch das Aufwärts-Setup, sag ich mal. Kann man noch riskieren. Hier bei der ATVA passt es auch. Da kann man den Stopp demnächst enger ranziehen.
Bei der Trillisch wurde ja der Stopp schon nachgezogen. Und die, wo haben wir jetzt hier die Bayer AG? Das war noch das letzte gestrige Setup. Hier unten, oder? Da ist sie ja schon. Da zieht die schöne ab. War auch gestern im Video noch erwähnt extra. Da sollte sich Aufwärtsdynamik entwickeln und da ging wenigstens was. Noch kurz zur Info, ich werde jetzt noch am Vormittag ein, zwei Setups basteln. Denn am Nachmittag bin ich eben nicht mehr da. Also wer die Arbeitsmarktdaten spielen will, sehr vorsichtig sein. Ja. Eigentlich sieht es aus, dass der Markt eben nach oben will. Aber eine Überraschung, eine negative Überraschung könnte trotzdem eben passieren. Das war's, danke und wünsche allen dann schon ein schönes Wochenende. Und man hört sich dann spätestens am Wochenende, am Samstag bzw. Sonntag, Vormittag oder im Laufe des Sonntags wieder. Danke.